Ein Krimi beim SCM-TV. Herzlich willkommen. Bei Ihnen ist jetzt wahrscheinlich Mittwoch. Jetzt ist aber hier in unserer Realität während der Produktion Dienstagabend. Es ist 22 Uhr und das gesamte Team nebst meiner Persönlichkeit haben gewartet. Und zwar gewartet auf die Überraschung, die neue Überraschung im Team des SCM. Und hier ist er. Herzlich willkommen, Nemanja. Hello everybody. First of all, I want to say that I'm really satisfied because I'm coming on the time. It was really, really tough these few weeks to make an agreement and everything, but now everything is done. This is the most important. I arrived here and I'm hope. Stop. Too fast. We want to listen to the whole story. Also, natürlich sagt er erstmal alles, was Profisportler sagen, die in der Champions League ein Tor nach dem anderen schmeißen, dass er total glücklich ist, dass er hier ist, dass es ziemlich viel durcheinander war und ziemlich hart, sowohl von der Seite des Managements als auch von seinen Seiten, das hier alles zusammenzubiegen. Aber fangen wir doch einfach mal an, was in den letzten Stunden passiert ist. Tell us something about your last few hours of today. You get up in the morning. When was it? Around 9 o'clock. I prepare my coffee like always. Where? In my flight, of course. And in Poland. In Poland, yeah. In Poland. Wir sind hier übrigens in Magdeburg. Man kann da die Elbe sehen im Dunkeln. Right now, and when I fix it everything, I start to pack my stuffs, and it was everything it's doing what I did. It was so fast because I didn't have a time to fix it everything, to say hello to my friends, my ex-teammates, and it was really a little bit tough for these tough moments. But anyway, this is the life, you know, to change during the season, it's normal thing. Anyway, now I'm here. I'm hope so tomorrow again from the beginning. I start with new life, with new teammates, and I hope so I will adapt so fast. Sie können es noch nicht so richtig genau sehen, aber während er das alles gerade gesprochen hat, da strahlen die Augen, das ist einfach großartig und das, obwohl es zu spät ist. Er hat halt erzählt, heute Morgen ist er um 9 aufgestanden, weil am Ende ging es doch alles relativ schnell mit diesem vorzeitigen Wechsel nach Magdeburg aus Polen. Er hat heute gerade mal noch seinen Teamkameraden guten Tag und auf Wiedersehen sagen können, hat seine 7 Sachen zusammengepackt, wahrscheinlich ist gar nicht alles dabei und ist jetzt natürlich froh, dass er hier ist und morgen muss er aufstehen. Do you know something about your time tomorrow? When do you have to start? Already in 10 o'clock, I hear the training probably. Mark will pick up me. Do you speak to the trainer? Yes, during the trip we was in touch and he said tomorrow you have a training. For me it's, you know, it's big deal, big to come on the time and to start, you know. Das ist eine total lustige Geschichte, oder? Dann im Auto trainiert er, dann, beziehungsweise telefoniert er dann auch noch mit dem Trainer. Der sagt ihm dann auch, pass mal auf, da kommt dieser Marco vorbei, dieser Marco Besiak, den kennst du ja noch aus Slowenien. Der nimmt ihn dann einfach mit zum Training und dann geht es dann auch schon los, komplett an einem Tag später in einer komplett neuen Welt hier bei uns in Magdeburg, die schönste Handballwelt der ganzen oder auf dem ganzen Planeten. What do you know about Magdeburg and the handball here and the fans? Of course, I know from the past that they have a really big tradition, big, really amazing history, first of all, and one of the our best players, Serbian best players, he played there, Nenad Perunicic, in that period, and was when they got... Very tough shooter. Really amazing shooter. Bastard. Yes, exactly, and he was really, really good in that time, and I think he's still the best scorer in Champions League. And because of that time I start to follow, and that moment I start to follow the handball and my first steps, and step by step I go inside and I make my dreams to come true, you know. This is the important, you know. I spoke with Mark during the trip and I told him it was some interesting story about my life, my first steps in the handball when I start to play. I go the t-shirt, one friend of mine came from the Germany and he bring me the t-shirt from the Magdeburg, and this first of my t-shirts of the handball, it was from Magdeburg. Is it true that it was a Stefan Kretschmer t-shirt? Yes, it was Stefan Kretschmer t-shirt 73. In that period it was really amazing, and if I can find this t-shirt, it would be perfect. And was it the right size for you? The Stefan Kretschmer. It was so big because I was so small. Okay. Which age? What? Which age? I think I had 13 years old or 12 years old, something like this.
Also wir haben eben gerade gehört, dass er sich also erinnert gerne an die guten alten Magdeburger Zeiten. Wir alle haben auch noch gerne den, ich habe ihn gerade Bastard genannt, auf dem Platz. Es war halt einfach eine Rakete von Shooter, der Sportskamerad Perunicic. Damit fing es an, dass er sich für Magdeburg interessiert hat. Und dann hat er erzählt, dass ein Kumpel ihm mal ein T-Shirt vorbeigebracht hat. Und das war eins auch von Magdeburg. Da war er gerade 12 Jahre alt. Da war ihm das Trikot noch ein bisschen zu groß, war das von Stefan Kretschmer. Mittlerweile dürfte Stefan Kretschmer in seinem Trikot aussehen, als wäre es ihm ein bisschen zu groß. Apropos T-Shirt. Achtung, ein kleiner Zaubertrick. Da, 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 da. Wir präsentieren das neue Trikot von Seli, sagt er auch, oder Seleni, kann man sagen, ja, als Spitznamen. Und hier ist auch schon die aktuelle Nummer. Möchtest du selber in die Kamera halten? Please show to the viewers. And now we have to, yeah, okay. And then we have to change the position, yeah. Das ist die neue Nummer, das bedeutet, wenn ich demnächst dann in der Mitte der Halle stehe und sage, hier kommen unsere Teamkameraden, dann werde ich auch irgendwann sagen, mit der Nummer 42, Nemanja! Und dann schreien sie alle, Selenovic! Und dann geht dieser Mann rein und macht so, okay? Zieh's rüber, come on, put it on. You have to wear that thing. Ein unglaublich großartiger Moment. Unglaublich, 22.30 Uhr und ein paar Apple-Stückchen hier abends in Magdeburg. Da ist dieser Mann da. Alle klatschen, die im Hintergrund sind, die auch daran beteiligt waren heute an dieser Autofahrt. Eine großartige Story. I think it's okay, it's more official. I think it's not a fighting style. I think. Come on, sit down. Tell us something about your personal things. What's your favorite music? More or less I listen everything, but what is the close of everybody is the house music. This is the normal thing, you know, the club music, party music for like this kind of after thing. Winning championships, of course, and to celebrate everything, to have the good music during the celebration, and that's all. And I don't know, Serbian music, of course, and everything, you know. Also er steht auf jeden Fall auch so ein bisschen auf Musik aus seiner Heimat, hat er ja auch gerade erzählt. Aber natürlich, der gute alte Trick, Sportler mögen Hausmusik bzw. Musik mit wo man nämlich gut zu feiern und tanzen kann, wenn man auch ein paar Championships gewonnen hat. Gut, come on, take a look at this. You played here in nearby Magdeburg in the summer. And we have a goal from Zeli. Please say something about it. Do you remember? Yes, of course. It's gegen Gummersbach? Yes, against Gummersbach, yes. This is the last game, I think. Yeah. But it was still in the beginning, you know. We already changed these three players in the preparation. It was so hard to win the games and everything. But anyway, you know. Zeli made it. This is your style. How is it? Also what is the most important things of your style? I'm sure playing handball about that, but anyway, I'm style like this. I'm a fighter, you know, like the guys who was in the past who support me. They like so much to have this kind of style, you know. I don't know. I give my 100% all the time on the game, and I'm without break. This is the point, I think. Okay, also ich habe jetzt noch ein bisschen gefragt, was er denn auch so glaubt, was so sein Stil ist, Handball zu spielen. Und er sagt halt einfach, er ist halt der Typ, der fightet. Und er ist halt der Mann, der einfach sich den Ball nimmt und dann halt auch den Punkt so schnell wie möglich versucht zu machen. Das sagen halt auch die Leute, die mit ihm bisher zusammengearbeitet haben und die ihn auch unterstützt haben. Okay, do you know something about the town, Magdeburg? No, I wasn't here. This is my first time because of that. I hope so I will have a time next few weeks to visit everything. Are you interested in some pubs or? No, I'm not. For now, I'm not. We will see. In the future, we will see. But right, maybe right now after the interview. if you can go with me, of course. Okay, ist natürlich total lustig, versuche ich ja bei jedem Spieler mal rauszufinden, ob das jetzt Partyraketen sind oder aber auch nicht. Er hat natürlich auch die Profi-Antwort gegeben, so wie alle anderen hier auch. Erstmal ist ihm total egal, wo hier die Pubs sind und selbst meine Einladung direkt nach diesem Interview, gleich einen heben zu gehen, hat er abgelehnt. Was ja logisch ist, denn wir haben alle aufgepasst, morgen um 10, erstes Training zum ersten Mal mit den Mannschaftskameraden und dann auch mit dem Trainer, also das erste Mal unter den Augen des Trainers und das bedeutet, da muss man fit sein. That's all. For the first time, I think. We wish you all the best. We wish you a good health and a good start in Magdeburg. It's good to have you here.